Ich bin jetzt im dritten Jahr am Institut, am Hara-Shiatsu-Institut von Thomas Nellison. Und in den drei Jahren hat sich wirklich sehr viel getan. Ich war sehr im Außen und ich bin sehr viel mehr geerdet geworden. Also ich spüre mich viel besser, ich kann viel besser in mein Zentrum spüren und aus meinem Zentrum heraus agieren. Seitdem ich Shiatsu mache und auf meine Energie auch achte und auch hören kann, ich war bis jetzt noch nicht mehr krank. Okay, wir tun heute ein bisschen Nieren, die Nieren. Und ja, wunderschöne Ofen, ja? Wunderschöne Ofen, ja? So kannst du sehen. Wir praktizieren, ja, nämlich ordentlich, und dass wir wirklich rangehen, dass wir an die Themen rangehen. Wir behandeln wirkliche Fälle. Ja, wir haben sehr spezifische Fachpraktiker. Dann einfach auch unser Unterrichtsstil, denke ich, spricht für sich. Wir haben große Gruppen, das heißt, es entsteht einfach auch Dynamik. Ja, somit wird auch das Unterrichten nicht fad. Ja. Und vor allen Dingen, was sehr wichtig ist, denke ich mal, was man bei unserer Schule sehr gut mitkriegt, ist einfach einmal diese Rückkopplung an sich selbst und diese Zurückgeworfenheit auf sich selbst und dass jeder für sich verantwortlich ist. Ja? Das heißt, ich bin für mich verantwortlich. Die Beobachtungen verändern sich einfach. Man sieht die Situationen aus einem anderen Blickwinkel. Es ist ungefähr so zu sehen, wie wenn man das Leben mit einem großen, breiten Fluss vergleicht, und man kann entweder in dem Fluss drinnen stehen und das Leben zerrt an einen und die Situationen, oder man geht die paar Schritte durch, setzt sich ans sonnige Ufer und beobachtet den Fluss des Lebens. Ich habe Hara Shiatsu ja kennengelernt als einzige Schule damals, als ich begonnen habe. Und es hat mich sofort berührt und es hat mich vor allem inspiriert, weil es so viel Klarheit für mich hat. Es hat viel mehr dieses auf den Punkt bringen, als ich es bei anderen Körpertherapien erlebe. Und es kommt mit sehr viel Empathie und trotzdem mit ganzen körperlichen Präsenz zur Sache. Und ich habe gelernt, ich glaube, wenn ich Shiatsu nicht kennengelernt hätte, hätte ich nicht die Entwicklung in meinem Herzen machen können. Obwohl wir eigentlich Körperarbeiter sind, aber es ist über die Jahre immer mehr Herzensbildung geworden für mich.